Schön, dass ihr wieder da seid. Herzlich willkommen zurück zu 7 Days. So, ich werde mit euch jetzt einmal gut schnell Steine holen gehen. Das brauchen wir dringend, damit der Beton hier mal weiter produziert werden kann. Benzin und sowas habe ich. Ich wollte Junkie. Aber bitte mal Junkie mit Mods. Wo ist er? Wo ist der Junkie? Dann habe ich da unten den Mint. Nee, den habe ich doch mitgenommen, oder? Haben wir jetzt nicht, habe ich da unten stehen gelassen. Nee, sonst wird er mir anzeigen. Wo habe ich denn hingepackt? Da ist er. Da, gut. Muni nehmen wir natürlich mit. Den holen wir uns einfach mal ein bisschen Stein. Das geht ja rucki-zucki. Es braucht, so viel brauchen wir jetzt mal auch nicht. Das ist nur halt ein kleines bisschen einfach aus dem Grund Beton. Wir haben so viel Zement, kann aber kein Beton machen, weil ich kaum Sand und Stein habe. Dafür muss ich auch nicht zwangsläufig in eine Höhle kommen. Da vorne ist so ein großer Brocken, den man wegbohren kann. Siehst du ihn sowieso nur in der Landschaft. Und es näht sich ja auch langsam Richtung Horodene. Wir sind ja schon nachmittags. Ich weiß nicht, ob Junkie mir jetzt für allzu viel bringt, aber ich stehe hier ja wie auf dem Präsentierteller. Aber das werden wir sehen. Aber die meisten von da gefühlt kommen. Wir werden es ja sehen. Vielleicht warnt er mich ja. Vielleicht auch nicht. So, auf jeden Fall buche ich ihn hier erstmal schnell weg. Ja, genau genommen war der Stein hier eigentlich nur was für einen hohen Zorn, ne? So doll war das nicht, aber immerhin haben wir 6000 rausgekriegt. Das würde für einmal Beton reichen. Aber gut, das ist ja jetzt nicht die Riesenmenge, aber ich kann jetzt auch nicht stundenlang farmen hier, weil die Horde sich halt nährt. Das geht so auch nicht. Gut, dann würde ich sorgen, weil es gleich da vorne ist, ne? Wir haben noch ein bisschen Zeit bis zur Horde. Da mit der Technik müssen wir ja leider abwarten bis heute Abend, ob das alles so klappt. Ich meine, ich kann ja mal kurz ein Lucky machen, ob der da inzwischen schon was aufgeladen hat. Aber ob das alles ausreicht über Nacht und so, das sehen wir erst nach der Horde. Ups, hoch bitteschön. Er hat es voll aufgeladen, okay. Könnte also durchaus sein, dass er es schafft, die Batterien über Tag aufladen, aber das sehen wir erst, wenn wir wissen, wie viel Strom er überhaupt verbraucht über Nacht, wenn das Licht an ist. Natürlich ist es blöd, wenn die Schule dazwischen kommt. Aber die Schule will ich jetzt bei euch hin. Ich meine die Horde. Aber gut. Horde gehört zum Spiel. Dafür ist aber auch alles vorbereitet, Waffen aufgefüllt, alles wieder angeschlossen. Das müsste funktionieren. Wir sind inzwischen eigentlich schon auf GameStage 265. Jo. Level haben wir nicht. Gut, dann machen wir dann mal Lugi. Da waren wir ja schon länger nicht mehr drin. Ich glaube, damals hatte ich noch gar nicht die Werkzeuge von heute. Also da habe ich bestimmt nicht alles ausgelutscht, oder? Ja, siehst du. Da war sogar der Loot-Respawn noch nicht deaktiviert. Der ist mittlerweile ja deaktiviert. Nochmal was Nachspawn tut nicht. Ah, zumindest habe ich die Tür hier rausgehauen. Aber guck mal, es gibt noch ein paar Kleinigkeiten. Weiß nicht, ob hier was rumlag oder so. Wahrscheinlich nicht, ne? Sieht zumindest nichts. Hier ist ja eigentlich auch der ordentliche Eingang, ne? So, Zombies müssen auf jeden Fall wieder da sein. Ja, guck mal, da liegt ein Shorty. Da höre ich schon wieder eine Spinne. War klar. Wo bist du, Missvieh? Ich glaube, die Türen hatte ich hier alle mitgenommen damals, ne? Hallo, Shorty. Spinny. Ich hasse dich. Du gehst mal auf die Nerven. Du auch. Abflug. Aber ich glaube, hier ist auch nichts. Bringt der Geld? Jo, der kommt mit. Brauchbares. So, hier noch. Die können wir mal mitnehmen. Noch ein Spinny. Aber was war das hier für eine Schule, Sommer? Die hier alle rumgehüpft und rumgetollt, ohne Disziplin. Sag mal, hältst du jetzt mal still? Jetzt ist auch mal gut hier, Alter. Hüpft hier rum wie so ein abgestochener Irre, Alter. So, da ist noch ein bisschen Bläu. Die Nägel behalte ich mal.
Werde ich wahrscheinlich noch ein paar brauchen aus Deko-Zwecken. Das Plastik nehme ich auch mal mit. Ich sage, alles habe ich hier nicht rausgeholt. Ein paar Kleinigkeiten hatte ich vergessen. Oh, warte mal, ich nehme mal den Bohrer hier weg und nehme mal den wieder rein. Ein paar Kleinigkeiten kann man hier ja schon gerne mitnehmen, ne? So, hier ist noch mal ein bisschen Plastik. Was mit den Stühlen hier? Bringen die Plastik oder? Ne, ne? Doch, tatsächlich. Was sind Plastikstühle? Ja, nehmen wir die mit. Und ich schon, lutschen wir die Schule aus. Sehr schön. Jo, da gibt noch ein paar Electrical Ports. Mensch. So. Hier noch irgendwas drin. Jo. Ah, das jetzt nicht unbedingt. Das brauche ich nicht. Bücher sind hier nicht. Aber hier, du kommst nochmal mit. Und natürlich das Plastik. Und hier noch Stühle? Jo. Die kommen auch mit. So, das wusste ich nicht, aber das lohnt sich ja richtig hier in der Schule, wenn man Plastik braucht. So, Durst denn nochmal und hier und da und Essen. Essen muss auch sein. Und der kommt natürlich auch nochmal mit. So, dann wollen wir hier vorne nochmal gucken. Och, Baby, Torbe an, Mensch. Bitte. Ah, kommt bestimmt von beiden Seiten welche. Auf Türen brauche ich hier nicht aufpassen, sind eh alle kaputt. Natürlich spiele ich schon wieder. Abflug. Abflug, habe ich gesagt. Neuerdings überall Spinnen. Bin ich jetzt gerade auf der Spin für solchen Game Stage oder was? Oh, die bringen zumindest Geld, den nehmen wir mit. Das ist Messing. Und hier, das kannst du behalten. Juhu, hier gibt es auch nochmal jede Menge Plastik und Bücher, die wir alle haben. Aber kann man lernen? Sehr schön. Was haben wir denn hier noch so Schönes? Honig, gut, kann man verkaufen. Gut, du kommst mit. Schreibtisch kann man noch einmal looten. Kannst behalten. Beides Militärparts. Gibt Eisen und Plastik, also die Stühle sind praktisch. Sehr praktisch. So. Aber hier fühlt sich definitiv ohne Quest eh nichts mehr auf, also. So, die kommen nochmal mit. Also Plastik gibt es hier eine Menge. Wenn man jetzt mal so guckt, wir haben jetzt schon wieder, wo ist denn das Plastik? 121 Plastik. Da lohnt sich hier, du. Der kommt nochmal mit. Na, hau doch nicht mehr daneben. Danke. So, hier noch irgendwas. Bücher sind hier nett. Die habe ich wohl damals raufgehauen. Was kann man lernen? Den lassen wir hier, der ist unter 200. Aber der kommt mit. Was noch ein Rucksack? Bringt die Geld? Gut. Sehr schön. Die nochmal alle mit. Kommen wir mal 4 Eisen pro Stuhl raus. Das ist nice. So, die hatte ich hier damals. Ich glaube, damals war ich noch nicht so auf dem Plastiktrip, weil die Munition eh nicht funktionierte, ne? So, Plastik gibt's hier echt sehr gut. So, dann ist hier unten alles durch. Dann gibt's ja eigentlich nur noch die obere Etage. So groß ist das hier ja nicht. Hatte ich die Seite? Nein. Hatte ich nicht. Gut, den hier nochmal? Das muss natürlich alles mit. Muss aber ein bisschen die Uhrzeit im Auge behalten, denn wir sind bei 17 Uhr jetzt. Boah, der ist ja schon in 5 Stunden. So. Hier noch irgendwas drin? Nö, den Stuhl kann man noch einmal mitnehmen. Genau wie das hier. Sehr schön. Den kann man noch einmal mitnehmen. Wunderbar. Guck ich da nochmal drin? Den gucken wir oben. Ich glaube, da vorne ist auch noch was. Also hier lohnt sich das plastikmäßig, aber ansonsten... Ich glaube, die Schule hat nicht wirklich viel Loot. Ich glaube, die ist nicht mal eine Quest, ne? Ich glaube, das... Ne, die hier nicht. Die große und es gibt noch eine andere, die Quest ist. Aber die hier glaube ich nicht. Einfach nur so ein Gebäude zum Auseinanderrupfen.
So, hängt ja auch ein Fernseher hier, oh. Nach mal, nimm doch mal da, danke. Das ist ja schlimm hier. So, da nochmal und hier nochmal. Wunderbar. Hier gegenüber wollen wir, will ich noch einmal hier hinten gucken. Hier noch Zombies? Juhu. Kommt her, meine Herrschaften, kommt her. Hallo, schon toll. Mensch. Mensch, Norbert. Nicht gleich grün werden. Das bekommt ihr nicht. Essen's Niggers. So. Bestimmt das leere Zimmer hier oder sowas. Ja, gut. Hier, so. Dort nehmen wir. Oh, da ist ein Tresor. Hatte ich den damals geöffnet? Wie es aussieht? Schützengewehr bringt immerhin Geld. Muni kommt auch mit. Sehr schön. So. Hier nochmal das Plastik mit. Impostert. Das hier gibt es ja nur sehr gut. So, da ebenfalls. Ne, wo ist das hier schon, ne? Da noch ein Fernseher, gut. Und hier ist noch ein bisschen Plastik. Wunderbar, wunderbar. Dann gucke ich hier noch einmal rein. Oh, das war das Lehrerzimmer hier, gut. Vielleicht finden wir hier noch was. Ein bisschen Eisen. Mal gucken. Da auch noch ein bisschen Eisen und Essen. Essen ist sowieso immer gut. Eisen auch. Hier auch noch was zu trinken. Da noch was. Eisen. Muni. Und da ist noch mehr Essen. So. Gut. Blinder Müll. Mit Messing. Sehr schön. Du kommst mit. Da hau ich nicht drauf. Der geht. Nein. Nein, der hat echt Probleme damit, den Fernseher anzuvisieren. Ich weiß nicht, warum. Hier, das Messing kommt mit. Gleich wieder voll, Alter. So, die kommt nochmal mit. Ist hier noch irgendwas drin? Ja gut, das Blei kann man mitnehmen und den da. So, hier nochmal das Plastik. Aber ich glaube, oben war auch nicht mehr viel. Gleich 18 Uhr. Okay. Sehr schön, sehr schön. Den horte ich, ne? Den, ja. Plastik haben wir schon 283. Ja, das lohnt sich aber in der Tat. So, Moment mal. Ich werde das mal reintrinken hier. Das ebenfalls reintrinken. Noch ein bisschen mehr Platz. So. Die 8 Sand, die können jetzt mal weg. Die Brille, die ist über 250. Die nehme ich mit. Gut. Mal kurz oben Lugi-Lugi machen. So, geht's hier hoch? Jo. Ich glaube, höher ging die Schule auch nicht. Nö. Na, wo bist du? Ach, Zuckerschnäuzchen in grün. Okay. Da steht Al Capone auf. Was bist du denn so langsam? Seid doch sonst schneller. Luhut. Mit Jetons. Da kommt noch mehr. Jo, Shortay, hallo. Oh, hier noch irgendwas Brauchbares. Plastik. Jede Menge Plastik. Oder nehmen wir mit. Gut. Dann haben wir das hier auch mal immer auf die Schnelle. Aber keine Angst, nochmal brauchen wir hier definitiv nicht rein. Das kommt nicht wieder. Die Schule bleibt ausgelutscht, geplündert. Genau deswegen habe ich es ausgemacht. Es ist realistischer. So, das kannst du behalten. Hier noch. Den Stuhl noch einmal. So. So hängt noch ein Fernseher. Den er wieder nicht kriegt. Na. Geht doch. Oh, hier ist noch irgendwo jemand. Okay. Wo bist du denn? Chelsea! Auch in grün. Und nochmal. Da geht auch schon das Gewitter los. Oh, hier sind noch ein paar Bücher mit Bärenhunger. Die wollte ich jetzt nicht mitnehmen, weil die haben wir schon so oft gemacht mit Bären töten. Die brauchen wir nun wirklich nicht. So. Sehr schön. Oh, Level-Up kriegen wir wohl nicht mehr vor der Horde, aber das ist jetzt auch kein Weltuntergang.
So, oh, ein bisschen bei euch lehnen wohl. Ich muss ja noch mal Inventar ausräumen und noch ein bisschen Muni einräumen und so was. Für die Horde, sonst wird das ja nichts. So, hier noch irgendwo drin. Ein bisschen Müll. Das Rohr werde ich zerlegen. Messing kommt mit. Hier. Auch noch ein bisschen Bläu. Federn kannst du auch behalten. Kaffee ist immer gut. Toiletten sind immer gut. Besonders, wenn man da reingucken kann. Jetzt wird's eng im Gelände. Das ist jetzt natürlich... Ja, ich habe keine Zeit, hier jetzt stundenlang rumzuspielen. Das ist, Hier, ess die Dose. Die Muni muss mit. Muni ist immer gut. So. Dort, den kann man eigentlich verkaufen. Werde ich jetzt ausnahmsweise mal zerlegen. Hab keine Zeit, mir jetzt hier stundenlang Gedanken drüber zu machen. Das bleibt jetzt mal hier. Das kommt... Ach, komm. Bleibt alles hier jetzt. Sehr schön. Ich wollte doch trotzdem noch mal... Hier war ich gerade drin, ne? Ne, hier war ich drin. Gut. Da muss ich noch hin. Hier sind keine Bücher. Hier noch. Aber das ist zumindest Eisen. Hier ist noch ein bisschen Plastik. So. Sehr schön. Oh, das wird aber irgendwie so mit der Hole, du. Ich will hier aber auch nicht alles unfertig stehen lassen. Und vor allem das Schlimme ist, ich glaube, das Auto ist voll, ne? Und das brauchen wir ja bei der Hole, du. Ah, müsste auch mit dem Motorrad gehen. Nein. Oh, doch nicht mit der Mensch. Immer mit der Ruhe, Junge. Auch wenn die Horde vor der Tür steht. Immer mit der Ruhe. Kein Grund, nervös zu werden. Das wird schon alles klappen. Das kannst du behalten. So, hier noch einmal rein, Lugi-Lugi machen. Hier sind keine Bücher. Gut, nehmen wir uns hier noch das Plastik mit. Den Postes. So. Gut, da können wir noch mal reingucken. Das kannst du ebenfalls behalten. Der kommt noch mit. Und das Plastik natürlich. Gut, dann haben wir die Bude ja schon durch. Wir haben hier länger gebraucht als gedacht. Das hätte ich nur auch nicht gedacht. So, so, ich glaube, das ist jetzt auch der Zeitpunkt. Sobald, glaube ich, das Gewitter losgeht oder der Himmel sich rot anfängt zu färben. Ich glaube, es war aber 18, 19 Uhr. Kann man so viel rumbohren, wie man will, ohne dass eine Schreierin angucken. Irgendwie sowas war das. Ab einem gewissen Zeitpunkt werden sie nämlich deaktiviert. Bis morgens um 4 denn wieder. So, wir eulen, wir hetzen nach Hause. Wir müssen noch wegräumen und noch ein bisschen vorbereiten. So, jetzt nicht viel, weil ich habe ja sowas wie Vitamine, Antibiotika, alles einstecken. Aber ich brauche den Bohrer nicht unbedingt bei der Horde. Und ich brauche auch nicht zwangsläufig... Da geht's lang, ja? Oder wo ist mein... Ich wusste jetzt mein Zuhause. Bisher... Nee. Die Richtung. Oh, Mann. Ich schaff. Renn natürlich vollkommen in die falsche Richtung. Aber zumindest, ich muss noch ein bisschen Muni und so eins denken. Das meiste ist alles drüben, Waffen sind aufgefüllt, aber das Drum muss ja auch noch an. Und dann mal gucken, welches Fahrzeug ich nehme. Ich hoffe, das Motorrad ist zumindest leer. Bitte sag das mir. Dass es leer ist, sonst habe ich echt ein Problem. Sonst muss ich da irgendwie die Kiste ausstellen und später abholen. So. Ah, Motorrad ist leer, sehr schön. Und der hier ist, glaube ich, nicht leer, ne? Nein. Gut. Jetzt aber hurtig, hurtig, hurtig. Waffenteule, habe ich ja nichts von mitgenommen. Hier, dort drin. Davon war drin. Muss ja zumindest mal ein Inventar leer kriegen. So, wo ist die Messingsschmiede? Hier. Da kann einmal der rein. Meist anders, denke ich, hab's eilig. Der da rein. Der soll da auch gleich noch mit rein. Genau wie das andere da. So, dann mal Reparaturkits muss ich gleich unbedingt noch einstecken. Der wird repariert, der wird repariert. Der wird repariert. So, hast eingeschmolzen. Gut. Das noch rein. Das noch rein. Den Rest kann später schmelzen. Nehmen wir eh gleich alle aus.
Genau wie Eisen hier, das Korn hier, esse mit zu. So, hab ich da noch? Oh, bis dein Öl. Muss das jetzt sein? War wahrscheinlich eine Uschi erschossen oder sowas. Öl ist auch schon voll. Okay, müssen wir Öl verkaufen. Dort weg, dort weg. Leikon hier erstmal mit rein. Ist eh schon ein bisschen drin. Das war mir ziemlich sicher eine Uschi, ne? Hoffentlich gerade keine See. Gehe ich ziemlich stark von aus. So. Auf jeden Fall hier im Junkie-Net. Hier der soll rein, das, das. Boranit. Hier Öl soll mit rein, der Honig soll mit rein. Gut, den Rest ist meins. Das packe ich jetzt auch mal mit rein. Mensch, das wird jetzt aber eng, du. Sehr eng. So, ich mache erstmal alle Schmieden aus. Die kann man hinterher wieder anmachen. Die müssen nicht während der Horde laufen. So. Sehr schön. Ich pocke erstmal hier. Oder hier hatte ich das. Die Junkie-Muni rein. Junkie nutze ich nicht während der Horde. Aus einem ganz einfachen Grund. Die lösen die Demos aus. Das muss nicht sein. Jetons kommen hier rein. Die brauche ich auch nicht bei der Horde. So. Granaten, gut, die lasse ich erstmal eins decken, aber gut, sie verursachen nicht viel Blockschaden, aber ehrlich gesagt, möchte ich sie ungern nutzen. So, warte mal. Und jetzt nehme ich hiervon sowieso einen ganzen Schwung mit. Ich habe drüben zwar noch einen ganzen Schwung, aber deswegen müsste das hier reichen eigentlich. Dicke. Und drüben sind auch noch genug. So. Kaffee noch und die Steine noch. Und der Bohrer raus aus dem Inventar. Der bleibt jetzt mal hier. Benzin nehme ich mit, falls ich drüben noch was auftanken muss. So, Steine weg. Sehr schön. Ey. Gut, ansonsten habe ich alles. Reparaturkit soll ich vielleicht noch mal ein paar mitnehmen. Ne? Das könnte ein bisschen knapp werden. So. Dann konnte ich hier auch einmal, sicher ist sicher, meine Waffen durchreparieren. Auch wenn ich das eigentlich ungern mache, bevor sie ganz kaputt sind. Das ist Reparaturkit-Verschwendung, aber... das ist erstmal eine Ausnahme. Ich nehme ein Motorrad mit. Ich habe jetzt aber wirklich alles, ne? Hoffe ich. Essen habe ich, trinken habe ich. Sollte auch nicht klappen. Geht ja schon los in 2 Stunden. Ist ja auch schon knallrot. Knapp noch das Motorrad. Ich hoffe, das reicht. Auto ist ja voll. Muss unbedingt mal dran denken, meine Fahrzeuge leer zu machen. Ich vergesse das jedes Mal. Bringt mich jetzt nicht in Bedrohung. Aber doch noch einigermaßen gut geschafft, ne? Dann passt das doch. Wo ist denn die Hordenbase? Da. Jut, jut. Einmal hier hochframen. Woll, erstens will ich den... Nein, hier ist verkehrt. Da oben einmal auftanken und zweitens... Ja, bleib ruhig, bleib ruhig. Ich glaube, aufgefüllt hatte ich die alle, ne? Ja, die ist voll. Die ist voll. Die ist auch voll, ja. Muss ich ihn ja auch anmachen. So, einmal tanken, wenn es geht. Nach tanken. Sehr schön. Dich mal schon mal an, mein Freund. So. Einmal hier drin. Die Base hier müsste eigentlich auch komplett schnuggelig fertig sein. Tür ist zu. Alles klar. Das wollte ich mich gerade überprüfen. Hier denn drin. So. Die Tür zu. Die Tür zu. Na. So. Ich müsste hier... Die hatte ich, glaube ich, auch aufgefüllt. Ich stack das Zeug aber schon mal ein. Wegen... reparieren. Genau wie ein bisschen geschmiedetes Eisen. So, die Frames kommen dahin. Der kommt hier hin. Der kommt dahin. Dann packe ich auch mal die Schaufel raus. Da kommt mich jetzt das M60 rein. So, das können Sie auch einmal reparieren.
Dann nehme ich ein bisschen von der Muni noch mit. Die nutzen mich das M60. Und von der anderen habe ich ja auch noch jede Menge. Dessen brauche ich an meinen normalen Muni-Vorrat eigentlich gar nicht ran. So, ich werde die nochmal überprüfen, aber die sind, glaube ich, alle in Ordnung. Das hatte ich ja alles repariert, ne? Ach, der Steilblock, okay. Sehr schön. Das Lüft, das Lüft. Das Lüft, die waren auch alle aufgefüllt, das weiß ich. Die Scholder. Ah, wenn es zu viele wären, werde ich die wahrscheinlich einschalten. Die lasse ich erstmal aus. Mal gucken. Nochmal prüfen. So, Lüft, alles klar. Gut. Tür ist auch zu. Sehr schön. Bodenbase ist sicher. Dann schalte ich hier jetzt auch den Strom ein. Auch nochmal nachtanken. Sicher ist sicher. War sogar fast leer. Einschalten. Ew, Lüft doch. So, hier nochmal das Gläuche. Auch nochmal nachtanken. Und einschalten. So, die Hebel sind jetzt noch aus. Also die Dinger haben noch keinen Strom hier. Die Dinger sind noch leer. Uha. Warte mal. Oh, muss aber kurz nachfüllen hier. Das geht so nicht. Die werde ich aber bei Dorf da extra zuschalten, falls es zu viele werden. Warte mal. Zack, zack, zack. Sperren. Da auch nochmal. Ohne Muni bringen sie mir natürlich gar nichts. Sperren. Den auch gesperrt? Jo. Sehr schön. Den geht's doch schon fast los, du. Jut. Lüft alles. Die hatte ich auch eingeschaltet, oder? Was das gar nicht? Jo, der läuft. Wunderbar. Dann würde ich sagen, mache ich hier jetzt einen Cut. Wir hören uns denn morgen wieder. Gleich zum Start der Horde. Ich denke mal schon, dass wir sie überleben werden. Ich gucke nochmal nach, ob alle Waffen nachgeladen sind. Ah, die schrotzen nicht ganz, aber die werde ich eh nicht brauchen. Die auch nicht ganz. Jut. Ding geht's morgen los mit der Horde und dann sehen wir mal, ob unsere Technik da hinten funktioniert. Und ich müsste da jetzt gerade Licht an sein, aber das kann ich ja jetzt gerade schlecht überprüfen. Daher wird das eng. Müssen wir die nächsten Tage echt mal drauf achten. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Morgen sehen wir denn die Horde an Tag 105. Tschüssi.